Was wollen Sie denn im Harz? Da gibt es doch nur Wald. Diese Äußerung eines norddeutschen Wandersmannes kommt nicht von ungefähr. Harz ist Wald, viel Wald, aber nicht nur. Vor allem müssen zur Durchquerung dieses Mittelgebirges rund 95 Kilometer auf Schusters Rappen zurückgelegt werden. Und wer es richtig machen will, muss über die höchste Erhebung Norddeutschlands hinweg, über den Brocken, dem legendären Berg der Hexen, hinein ins Bodetal, diese tiefste Schlucht Norddeutschlands, von der sich kurz vor Thale der Steilhang zum Hexentanzplatz erhebt. Ja, zu den Hexen, die hier allgegenwärtig sind, marketingmäßig ausgeschlachtet und als weißes Wanderzeichen. Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes ist der Brocken, doch der Reihe nach. Fahren wir mit der Bahn oder doch lieber mit dem Auto, das letztlich als die bequemste und auch finanziell günstigste Möglichkeit erschien. Los geht's, als frühmorgens auch der Eibacher vollends abgeholt war. Wir haben uns übrigens für das kleinste uns zur Verfügung stehende Fahrzeug entschieden. Eine Streckentour setzt eine gewisse Logistik voraus. Das Auto soll am Endpunkt der Wandertour abgestellt werden, also in der Stadt Thale, wo wir freundlicherweise auf dem Grundstück eines Bekannten parken dürfen. Von dort ist's nicht weit bis zum Bahnhof. Mit dem Quer durch Deutschland-Ticket geht's dann von Thale zum Startpunkt nach Osterode. 100 Kilometer weit, mit dreimaligem Umsteigen und über 3 Stunden lang. In Halberstadt hätten wir beinahe den Anschluss verpasst, weil auf Gleis 4 irritierenderweise ein einziger Zug steht, wir aber von 4B abfahren müssten. Kein Mensch sagt uns, dass der eingefahrene Zug in Halberstadt geteilt wird und jeweils ein Teil von Sektion 4A und 4B in unterschiedliche Richtungen abfährt. Glücklicherweise hat Roderich die Lage erkannt. Osterode ist dann am frühen Abend problemlos erreicht. Erster Eindruck, schönes Städtle, aber kaum Gastronomie. Und unsere vorgebuchte Pension mit dem vielversprechenden Namen Tiroler Stube hat auch nichts Essbares zu bieten. Als letzte Rettung erweist sich ein Grieche. Und so können wir andern Tags wohlgemut der Hexe folgen in Richtung Brocken. Der Weg führt uns vorbei an einer Schutzhütte und einem Skihang zu unserem ersten Ziel, Altenau. 23,5 Kilometer Wald liegen vor uns und schon tauchen die ersten Wassergräben auf, die zu einem komplexen Wassersystem gehören, mit dem wir uns unterwegs noch beschäftigen werden. Am Wegesrand eine lebensgroße Frauenfigur, eine sogenannte Kiepenfrau. Diese erinnert an all jene, die einstens bis zu 40 Kilogramm Wolle, Garn, Getreide, Obst und Bier geschleppt haben. Dieser Korb soll das Gewicht demonstrieren, aber er scheint wohl am Boden fest verankert zu sein. Du machst da. Kontinuierlich steigt der überwiegend breite Forstweg an. Wir erkennen schon, es gibt nur wenige Ausblicke. Dafür ist man umgeben von der Stille des Harzes und dem sommerlichen Vogelgezwitscher. Etwa jede Stunde legen wir an einer Hütte oder an einem Bänkchen eine Pause ein, denn die Rucksäcke hängen bald bleischwer am Rücken. Auf Waldlichtungen blühen gerade prachtvoll die Digitalis. Auf der Wanderung sehen wir Tausende. Echte Tiere hingegen lassen sich überhaupt nicht blicken. Deshalb bleibt Zeit für einen Blick aufs Handy. Nach einer weiten Strecke durch den Wald tauchen die ersten Rückhalte bzw. Staubecken auf. Mit unzähligen Gräben wurde das Wasser durch Stollen und sogar über Aquädukte zusammengeführt, um an vielen Stellen Mühlen und Hammerwerke für die Bergwerke zu betreiben. Bisweilen hat man sogar den Eindruck, man gehe an einem Walweg entlang, wie man ihn von Südtirol her kennt.
Aber auch am Bärenbrucher Teich hoffen wir vergeblich auf Gastronomie. Letzte Rettung ist die Kneipe eines Campingplatzes. Frisch gestärkt geht's wieder in den Wald oder an den Wasserflächen entlang auf Altenau zu. Alles gut beschildert. Wir treffen im Wald auf die Huttaler Wiederwaage, ein komplexes unterirdisches Wasserleitungssystem, über das wechselweise zwei Teiche befüllt werden können. Hier gibt es übrigens auch eine der vielen Stempelstellen, an denen man sich selbst den Standort bestätigen kann. Ein Glück, dass es beinahe an jedem Rastplatz ein Mobilfunknetz gibt. Wer die Natur, das Idyllische und die einsamen Wege mag, die Abgeschiedenheit, ein bisschen fernab der Zivilisation, wer sich auch in einem historischen Wassersystem begeistern kann, der ist hier genau richtig. Doch obwohl der Hexensteig auch als touristisches Ziel gepriesen wird, sollte man Verpflegung und Getränke im Rucksack dabei haben. Denn die Gastronomie ist ziemlich dünn gesät. Abwechslung bietet diese gewölbte Böschung, die wie eine gewaltige Staumauer anmutet, eine solche aber nicht ist. Dieser Sperberhaier Damm ist ein Aquädukt. Früher verlief auf ihm ein Wassergraben, der damit einen tiefen Geländeeinschnitt überwand. Heute befinden sich Rohrleitungen in ihm. Dann ist Altenau und unser Hotel erreicht, das aber außer Frühstück kein gastronomisches Angebot hat. Solches findet sich dann wider Erwarten drunten im nett geschmückten Örtchen. Am zweiten Wandertag steht der Brocken auf dem Programm. Dann heißt es auch Abschied nehmen von Hexen, die nicht jedermanns Sache sein mögen. Und vorbei an der Kirche geht's wieder in die weite Landschaft hinaus. Die Beschilderung des Weges lässt so gut wie nichts zu wünschen übrig. Und bald werden wir auch wieder von einem Wasserlauf begleitet. Irgendwie macht es ja Spaß, sich den Standort selbst auf einem Notizzettel zu bestätigen, auch wenn wir damit keine Wandernadel bekommen wollen. Das ist total schlecht. Noch können wir uns an diesem Sonntagmorgen an den Wäldern und Wasserläufen erfreuen. Doch das größte Abenteuer würde uns noch bevorstehen. Die abgestorbenen Bäume rings um uns lassen nicht gerade Gutes vermuten. Und bald stehen wir vor einer Wegesperrung. Allerdings erklärt uns jemand, man brauche diese nicht allzu ernst zu nehmen. Und auch eine Umleitung erkennen wir weit und breit nicht. Dass die Sperrung jedoch tatsächlich ihre Berechtigung hat, wird uns sehr schnell klar. Der Weg hinauf zum Torfhaus, unserem mittäglichen Ziel, ist so gut wie nicht passierbar. Alsbald fühlen wir uns im Zentrum einer Katastrophe. Wie gigantische Mikado-Stäbchen liegen die Hölzer ineinander verkeilt. Umdrehen? Nein, sagt unser Wanderfreund, der sich schon voriges Jahr bei der Alpenquerung weder von Hunden noch von einem aufgebrachten Plantagenbesitzer von seinem Ziel hatte abbringen lassen. Also auch diesmal nicht. Komme, was da noch wolle.
Hurra, wir leben noch. Das Torfhaus, eine Ansiedlung vor dem Aufstieg zum Brocken, ist erreicht. Auffallend auch hier ist der tote Wald. Der Wald um den Brocken ist Naturpark und wird nicht bewirtschaftet. Das heißt, auch nach einem verheerenden Sturm wird nichts weggeräumt. Ein Paradies für den Borkenkäfer, der die geschädigten Bäume befiel und ihnen vollends den Garaus machte. Nun hofft man, dass sich eine natürliche Verjüngung einstellt mit gesunden Fichten, denen der Borkenkäfer nichts antut. Der Betonplattenweg von militärischer Nutzung hat uns höher und höher gebracht. Die Aussicht wird atemberaubender, begleitet von den Schienen der Brockenbahn, die bis zum Gipfel hinaufführt, meist dampfbetrieben. Doch während wir hier unterwegs sind, kommt leider nur ein historischer Triebwagenzug vorbei. Dann ist in der Hitze des Tages das Ziel erreicht, bei herrlichem Wetter, wie es hier oben nur an wenigen Tagen des Jahres geboten wird. Dass der Brocken mit seinem militärischen Horchposten lange Zeit nicht begehbar war, daran erinnert dieser Stein. Bereits aber 25 Tage nach dem Mauerfall wurde auch der Brocken befreit. Die markante Lage des 1142 Meter hohen Berges veranschaulicht seine militärische Bedeutung zu Zeiten des Kalten Krieges. Heute wird der Turm, der auf fatale Weise an eine Rakete erinnert, friedlich genutzt von der Telekom und der Flugsicherung. Und in dem towerartigen Turmgebäude befindet sich unter anderem das Hotel, in dem wir wohnen. Ganz oben befindet sich eine verglaste Aussichtsplattform, von der aus sich in diese Zeiten der Sommersonnenwende die aufziehende Nacht besonders schön genießen lässt, zumal dann alle Tagestouristen mit der letzten Bahnfahrt verschwunden und nur noch die wenigen Hotelgäste zurückgeblieben sind. Dann ist man auf dem Berg rund ums Hotel nahezu ganz allein. Von der Hektik des Tages keine Spur. Der Sonnenuntergang ist von hier oben ein unvergessliches Naturschauspiel, auch wenn am Horizont ein Wolkenband vorbeizieht. Und nach dieser Nacht kann man mit Fug und Recht behaupten, hurra, ich war oben. Übrigens, wer hier oben übernachten will, braucht großes Glück. Erstens, dass er Monate im Voraus ein Zimmer buchen kann und zweitens, dass er auch noch gutes Wetter hat. Wenn der frische Sommermorgen graut, herrscht noch immer friedliche Stille. Das ändert sich, sobald am Brockenbahnhof ein Dampfzug oder ein Triebwagen ankommt. Und so verlassen wir das Reich der Hexen wieder und gehen einem neuen herrlichen Tag entgegen und damit auch einem neuen Ziel, das heißt jetzt Königshütte. Und auf der Landkarte sieht das so aus, vom Brocken meist sanft abwärts oberhalb an Schierke vorbei nach Königshütte. Der Wald ist auch hier genauso schlimm vom Borkenkäfer zerstört wie auf der westlichen Seite des Berges. Der im Reiseführer gepriesene Abstecher zu den Brockenkindern, einer Felsformation, ist erstens schlecht zu finden und zweitens nicht allzu spannend. Zwei dann weitere Aussichtspunkte, die am Wegesrand liegen, scheinen dann doch etwas attraktiver zu sein. Sie müssen teilweise mit Leitern erklommen werden. Und dann ist man oben. Und was sieht man? Wald. Wald, soweit das Auge reicht. Der Hexenstieg führt uns eben durch die nahezu unberührte Natur. Die Orte liegen meist weit entfernt, auf diesem Abschnitt drunten im Tal.
Und weiter geht's in den unendlich erscheinenden Wald hinein, zum nächsten Aussichtspunkt, genauso atemberaubend wie der andere, zu sehen ist Wald. Endlich mal wieder ein gastronomisches Angebot. Zwar nur spärlich, aber schmackhaft, aus einer historischen NVA-Gulaschkanone. Hier direkt an der Linie der Brockenbahn bei der Ansiedelung Dreiannenhohne. Nach rund 18 Kilometern ist das Tagesziel Königshütte erreicht, wo uns am Ortseingang ein Wasserfall begrüßt. Bis zu unserer Pension, die sich just am anderen Ortsende befindet, müssen wir aber noch ein gutes Stück an der kalten Bode entlang gehen, dem linken Quellfluss der Bode, die hier in Königshütte durch die Vereinigung mit der warmen Bode entsteht. Der Bode werden wir nun bis zu unserem Endpunkt Thale folgen. 500 Meter von unserer Pension Königshof entfernt gibt es immerhin eine Gastronomie, bei der wir uns gemütlich niederlassen können. Nach Königshütte steht am nächsten Tag immerhin der von uns als Königsetappe bezeichnete Abschnitt an. Direkt oder etwas abseits der Bode nach Drieseburg. Knappe 27 Kilometer werden das sein, bergauf und bergab, also nicht nur bequem am Fluss entlang. Ein Sommertag im Harz. Da wird man an den Wasserflächen entlang auch vom Konzert der Vögel begleitet. Die Einsamkeit ist groß, da freut man sich schon mal, einen Holztransporter zu sehen. Und weiter geht es an der aufgestauten Bode entlang, die hier teilweise große Wasserflächen ausbildet. An Hinweisschildern mangelt es nicht, auch wenn sie wie hier an der Staumauer bisweilen unübersichtlich sind. Am Wegesrand verbreiten Blüten ihre Düfte. Gerade erst hat ja der Sommer auf dem Kalender begonnen. Und wir haben uns wieder eine der heißesten Tage des Jahres ausgesucht. Kein Wunder, dass in dieser Hitze jeder schattige Sitzplatz als angenehm empfunden wird. Nachdem wieder mal der Standort gestempelt wurde, erreichen wir, natürlich der Bode folgend, den Höhlenort Rübeland, wo wir uns vor der großen Tropfsteinhöhle an einem Kiosk mit kühlem Getränk versorgen können. Hier in Rübeland beherrschen auch die Förderbänder eines riesigen Kalkwerks die Talaue. Und die Hexe weist uns den weiteren Weg. Uns begleitet dabei die Bode, die nun immer größer zu werden scheint und sich tiefer eingräbt. In Neuwerk werden wir erneut mit der historischen Nutzung der Wasserkraft konfrontiert, wie sie im 15. Jahrhundert zur Verhüttung des Eisenerzes notwendig war. Ein rekonstruiertes Wasserrad, das heute Strom erzeugt, soll an damalige Zeiten erinnern. In dem Ort Neuwerk selbst stoßen wir, durstig und hungrig, bei der Suche nach etwas Trink- und Essbarem auf keine Gastronomie, dafür aber auf Hexen.
Also folgten wir unserer Route weiter ostwärts durch die immer wildromantischer werdende Flusslandschaft, um dann irgendwo wieder Zuflucht in einem Schatten zu finden. Und natürlich den Kontakt per Handy zur Außenwelt zu halten. Der Weg wird zum Pfad, steigt an und umgeht das Bode-Pumpspeicherwerk, dessen Rohrleitung wir von der anderen Talseite aus sehen können. Unterwegs folgen wir vielen Geländeeinschnitten. Nach der Staumauer des Pumpspeicherwerks treffen wir in Wendefurt auf das Lokal namens Fischer, das auch einen Biergarten verspricht, der aber ist natürlich nicht in Betrieb. Trotzdem gibt's Butterfisch und so können wir frisch gestärkt weiterziehen. Schmale Wege, Felswände, Geländer, die vor senkrechten Abhängen schützen. Und nach einer Biegung taucht es plötzlich auf, unser heutiges Hotel in Dreseburg. Keine Frage, es war ein anstrengender und langer Tag. Umso erfreulicher die Ruhe und Abgeschiedenheit in mehr oder weniger herrschaftlichen Gemächern hier am äußersten Ortsrand von Dreseberg. Andern Tags, wenn E-Mails und WhatsApps gecheckt und gesendet sind, so wie es sich für digitale Menschen heutzutage gehört, geht's frohgemut weiter. Auch hier ein Abschied von der Hexe und dann ein Blick auf die Landkarte. Die letzte Etappe liegt vor uns. Von Dreseburg nach Thale. Knapp 11 Kilometer, aber durch das richtig wilde Bodetal. Nun wird es tatsächlich beinahe alpin. Immerhin, mit Superlativen wird hier nicht gerade gegeizt. Während der Brocken die höchste Erhebung Norddeutschlands ist, ist das Bodetal hier die tiefste Schlucht. Immer lauter ist das Tosen und Rauschen des Flusses zu hören, der tief unten an oftmals senkrecht aufragenden Felswänden vorbeischießt. Die Wege sind aber überall gesichert. Es geht über abenteuerlich anmutende Engstellen und über Brücken. Vor Steinschlag wird gewarnt und es kann durchaus sein, dass nach einem Unwetter auch einmal einzelne Abschnitte komplett gesperrt werden. Am sogenannten Bodekessel gebärdet sich der Fluss besonders wild. Unsere Blicke gehen durch das dichte Blätterdach hoch hinauf zu den bewaldeten Steilhängen, aus denen vereinzelt bizarre Felsen ragen. Mal geht's hoch, mal wieder runter. Und als wir die Teufelsbrücke queren, in luftiger Höhe, über der Bode, von der rechten zur linken Seite, da wissen wir, dass rechts über uns der Hexentanzplatz sein muss. Und so sieht diese Schlucht von dort oben aus. Übrigens bei anderer Gelegenheit vom Hexentanzplatz aus fotografiert. Das Haus dort unten ist die Gaststätte Königsruhe, Endpunkt der Bodetaldurchquerung. Und endlich wieder Gastronomie. Zwar hoffnungslos verrummelt, aber immerhin. Und hier gibt's ein erfrischendes Radler, das wir uns nach fast 100 Kilometern Harzdurchquerung auch verdient haben. Dann machen wir uns vollends auf den Weg in die Stadt Thale, Richtung Bahnhof, in dessen Nähe unser Auto steht. Wo wir dann, etwas erschöpft dreinblickend, von den Hausbesitzern, bei denen wir das Auto hatten abstellen dürfen, herzlich begrüßt wurden. Ja, wir haben es geschafft. Der Harzer Hexensteg, das waren exakt 96 Kilometer und insgesamt stolze 3765 Höhenmeter, also rauf und runter zusammengezählt. Wem das noch nicht reicht, der kann vor der Rückkehr noch eins draufsetzen, mit der außergewöhnlichen Kirche von Gernrode aus dem 10. Jahrhundert. In der Hitze des Tages scheint jedoch eher ein kühles Plätzchen vonnöten zu sein. Die 6 Tage im Juni 2019 waren Ruhe, Wald und Beschaulichkeit. Und natürlich ein großes Erlebnis, ein bisschen auf den Spuren der allgegenwärtigen Hexen zu gehen.
Und als kleine Souvenirs bleiben die Stempel, die beweisen, an welch markanten Punkten wir gewesen sind. Und um andere Wanderfreunde auf diese Tour aufmerksam zu machen, hat auch die Zeitung darüber berichtet.